Bruno Rossmann, der Budgetsprecher der Liste Pilz, ist der nächste Redner. Danke, Herr Präsident, Hohes Haus. Ja, Frau Bundesministerin, mit diesen Anschuldigungen und dem Vorwurf der Verschwörungstheorie, da gehen Sie in eine Sackgasse hinein. Ja, weil die Frage, welche Anfragen wir machen und welche dringlichen Anfragen wir wann machen, Frau Bundesministerin, das entscheiden immer noch wir und nicht Sie. Und wenn es darum geht, Frau Bundesministerinnen, dass Sie uns Verschwörungstheorien vorwerfen, so hören Sie mir bitte zu, so kann ich Ihnen nur sagen, Sie sind es, Frau Bundesministerin, die diese Verschwörungstheorien befeuert, weil Sie die Öffentlichkeit darüber nicht aufgeklärt haben. Es ist also Ihr Versäumnis und nicht der Vorwurf, den Sie uns gegenüber machen, wir würden hier Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Das ist lächerlich. Genauso wie das lächerlich ist, was Sie jetzt sagen. So, also. Frau Bundesministerin, Sie haben ja einige Bekenntnisse abgelegt. Das ist ja nett. Ja, natürlich, Klimaschutzabkommen von Paris. Und wir wissen ja, und ich kann mich noch gut erinnern, ich war dabei, als wir das hier im Hohen Haus ratifiziert haben. Aber seit der Ratifizierung in diesem Haus ist heute in Österreich leider nichts passiert. Ja, jetzt liegt eine integrierte Klima- und Energiestrategie vor, immerhin. Aber ein wichtiger Meilenstein, wie Sie gesagt haben, Frau Ministerin, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist es denn ein Zufall, dass nahezu alle Klima- und Energieexperten diese integrierte Klima- und Energiestrategie nach deren Erscheinen am 3. April mehr oder weniger in der Luft zerfetzt haben? Zu Recht, würde ich glauben. Denn wenn Sie das Thema des Klimaschutzes, des Klimawandels wirklich ernst nehmen, dann müssen Sie einen großen Wurf vorlegen. Und einen großen Wurf vorlegen heißt, dass Sie auch Konkretes vorlegen müssen. Ich habe Ihnen jetzt sehr genau zugehört, aber Konkretes und konkrete Maßnahmen habe ich da nicht gefunden. Ich habe auch keine Zeitpläne für die Umsetzung der sehr bescheidenen Zielsetzungen gefunden. Also wenn Sie davon sprechen, dass die Zielsetzungen ambitioniert sind, sage ich, diese Zielsetzungen sind keineswegs ambitioniert. Ich bin ja nicht der Einzige, der das behauptet. Und dann fehlen also nicht nur die konkreten Maßnahmen und die konkreten Zeitpläne, ausverhandelt auch mit den Gebietskörperschaften. Es fehlt natürlich auch am Geld. Ja. Dazu genügt ja ein Blick in das Doppelbudget 2018-19 und die Frage, wo ist das Geld? Das Budget im Umweltschutz, das wissen Sie genau, Frau Bundesministerin, wird in den nächsten Jahren gekürzt werden. Wo also findet die Umsetzung dieser integrierten Klima- und Energiestrategie statt? Ich sage Ihnen jetzt ein konkretes Beispiel. Ich bin ja leidenschaftlicher Radfahrer, seit vielen Jahrzehnten im Übrigen, nicht nur zu Freizeitzwecken, sondern auch in der Stadt und sonst. Aber wenn Sie, und das ist ja ein tolles Ziel, das Sie sich da gesetzt haben, den Anteil der Fahrradfahrer verdoppeln wollen, ja, da müssen Sie aber auch konkrete Maßnahmen setzen. Von selber wird das nicht passieren. Da brauchen wir mehr Fahrradwege, da brauchen wir sicherere Fahrradwege, da brauchen wir aber in den städtischen Regionen vor allem Schnellverbindungen zwischen der Peripherie und den Zentren. All das gibt es in Österreich, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie etwa den Niederlanden oder in Dänemark, in Österreich nicht. Wenn Sie das aber erreichen wollen und wenn Sie mehr Leute und Menschen auf das Fahrrad bringen wollen, Frau Ministerin, dann müssen Sie mehr Geld oder überhaupt Geld in die Hand nehmen. Ohne Geld wird das nicht gehen. Und das ist ja natürlich auch eine Chance. Ja. Ich meine, Klima, das haben Sie ja selber auch gesagt, die Umsetzung von Klimamaßnahmen birgt eine Chance, nachhaltiges Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen. Aber noch einmal, dazu braucht es konkrete Maßnahmen.
Da braucht es eigentlich ein Maßnahmenbündel dafür. Und auch dieses Maßnahmenbündel vermisse ich bei Ihnen. Einige Ansatzpunkte haben Sie erwähnt. Das kleine Ökostromgesetz, also das ist ein bisschen zu wenig. Man braucht irgendwie da muss man ein bisschen mehr klotzen. Ökostromgesetz aller Bundesrepublik Deutschland beispielsweise. Oder ein echtes Energieeffizienzgesetz. Oder konkrete Maßnahmen zum Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Die Ankündigung allein ist es nicht. Oder aber, und auf das werde ich im Folgenden ein wenig eingehen, die Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen zum einen und eine ökosoziale Steuerreform auf der anderen Seite. Ich beginne mit den umweltschädlichen Subventionen. Da gibt es eine Studie des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts aus 2016 und die haben einmal erhoben, wie hoch sind denn diese umweltschädlichen Subventionen. Und da kam die erstaunliche Summe von 3,8 bis 4,7 Milliarden heraus. Boah, nicht wenig, sage ich. Und jetzt haben Sie sich in diesem Doppelbudget das Ziel gesetzt, der Herr Finanzminister ist jetzt nicht mehr da, aber bei den Förderungen zu streichen. Aber ausgerechnet bei diesen Förderungen wird gar nichts gestrichen. Also ich habe jedenfalls im Budget nichts entdecken können. Und da sind also Sachen drinnen, wie in der Frage der Energiebereitstellung und Energienutzung, Energieabgabenvergütung für energieintensive Betriebe 450 Millionen, Herstellerprivileg für die Produzenten von Energieerzeugnissen über 500 Millionen. Oder nehmen wir einige große Brocken aus dem Verkehrsbereich. Das Dieselprivileg kostet ungefähr 700 Millionen, eine 700-Millionen-Begünstigung. Die Mineralölsteuerbefreiung von Kerosin, das ist ja ein Fossil, das gehört ja längst weg, 330 Millionen Euro. Die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge, 185 Millionen Euro. Das Pendlerpauschale, 560, ich werde gleich noch was sagen zu diesem Pendlerpauschale. Ja. Ich meine nicht, dass man das abschaffen soll, aber man muss es ändern. Oder die völlig unnötige Begünstigung für die Dienstwagenbesteuerung. Das ist ein Privileg für Besserverdienende, das brauchen wir alles nicht, Frau Bundesministerin. Da müssen Sie ansetzen. Einige dieser Subventionen sind wirklich fällig für eine Änderung. Das Dieselprivileg, weg damit. Her mit der Angleichung der Mineralölsteuer von Diesel und Benzin. Die Möstbesteuerung für Kerosin, weg damit. Was haben denn Sie in dem Budget 2018-19, der Herr Finanzminister, wo es so gelobt? Die Halbierung der Flugabgabe aus ökologischer Perspektive, ein Wahnsinn, ja? Ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Die Umsatzsteuerbefreiung für internationale Flüge, detto. Und die Frage des Pendlerpauschales braucht dringend eine Reform. Wir wissen ja, dass dieses Pendlerpauschale nichts anderes ist als ein Zersiedelungspauschale, das extrem hohe Folgekosten nach sich zieht. Wenn wir hier was ändern wollen, ja, wenn wir hier was ändern wollen, dann brauchen wir eine Anrechenbarkeit, die schrittweise hin dazu geht, öffentliche Verkehrsmittel zu beschränken. Und wenn Sie sagen, Frau Bundesministerin, Sie wollen im Bereich der ökologischen Besteuerung was zu tun. Ich meine, für die Ökonomen ist diese Frage seit 100 Jahren in Wirklichkeit ausdiskutiert. Da gab es einen gewissen Ökonomen, Ada Cecil Pigou, der hat 1920 genau aufgezeigt, was zu tun ist, wenn der Markt versagt. Passiert ist weder in den 1900er Jahren war es noch in den 2000er Jahren. Von der ÖVP ist immer wieder das Argument gekommen, ja, wir wollen keine neuen Steuern, wenn es um die CO2-Steuer gegangen ist, die von nahezu allen internationalen Organisationen, von allen Ökonomen befürwortet ist. Ja, da stehen Sie sicher heute noch im Weg mit dieser Argumentation. Wenn Sie sagen, keine neuen Steuern, dann wären Sie in der Frage der Ökologisierung und in der Frage der Bekämpfung der Klimaschäden nicht weiterkommen. Und natürlich geht es darum, nicht neue Steuern einzuführen und die Steuerquote anzuheben. Nein, es geht darum, gleichzeitig das, was an höheren Steuern hereinkommt, wieder an die Unternehmen und an die privaten Haushalte zurückzugeben. In sozialverträglicher Form. Das Ganze nennt sich ökosoziale Steuerreform. Ich habe das noch, als ich bei den Grünen war, über viele, viele Jahre vertreten. Noch bevor ich in die Politik gegangen bin, habe ich viele Publikationen dazu gehabt. Aber was tun Sie in dieser Frage gemeinsam mit der FPÖ? Sie vertreten Industrieinteressen.
Da steht Ihnen wahrscheinlich der Herr Eder von der Voestalpine im Weg, da steht Ihnen wahrscheinlich auch die OMV im Weg. Aber so werden Sie in der Frage des Klimawandels nicht weiterkommen. Hier braucht es, Frau Bundesministerin, ein Umdenken. Also werfen Sie nicht uns die Notwendigkeit des Umdenkens vor, sondern bitte denken Sie um. Dann nämlich wird es und könnte es tatsächlich gelingen, endlich eine ökosoziale Steuerreform zu machen, die nicht das Wort Kleckern verdient, sondern das Wort Klotzen verdient. Und mit einer ökosozialen Steuerreform, die klotzt, können wir auch in der Klimafrage einen Schritt weiterkommen. Einen bedeutsamen Schritt. Ergreifen Sie diese Chance, Frau Bundesministerin. Vielen Dank. Es brauche eine richtige ökosoziale Steuerreform und Änderungen bei umweltschädlichen Subventionen, fordert Bruno Rossmann, erst der Budgetsprecher der Liste Pilz.